So. Weil hier die Klingenwand, ja. Wollte ich jetzt nicht unbedingt benutzen, aber die Klingenwand, die ich, so toll ist sie nicht. Vier extra Paraden, 15 Kampfrunden lang. Packen wir da lieber einen Klingensturm mit rein. Vielleicht hat der ja eine Animation im Gegensatz zu. Ja. Zum gezielten Stich. Ich weiß echt nicht, warum der keine Animation hat, der gezielte Stich. Warum er da nur T-Dollen tut. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob die Entwickler sich dachten, ja, Zwerge nehmen eh die Schwerter. Nebenbei, können wir das eigentlich noch steigern? Nein, ist im Augenblick Maximum. Hier ist auch alles Wichtige Maximum und Selbstbeherrschung ist mit 20 ziemlich hoch. Aufgepasst. Folge mehr Lebenspunkte vielleicht? Ich glaube, was anderes brauche ich ihm nicht unbedingt geben. Hiebwaffen ist er auch auf Maximum. Naja, gut, Ausdauer. Naja, das ist dann auch Maximum. Ich brauche dann noch ein paar Punkte. So, Kobold, portest du dich wieder weg oder können wir jetzt mit dir reden? Sieh an, sieh an! Ich bekomme Besuch! Aber weshalb gleich so grimmig? Du rückst sofort die Figuren wieder raus, sonst setzt es was. Bist du der Kobold, von dem mir der Bürgermeister erzählt hat? Hihi, eine lustige Frage. Woher sollte ich das wissen? Er hat es doch erzählt. Wer weiß. Am Ende bin ich gerade der Kobold von dem Bock und Gärtner sprachen. Du hast einem Adligen wertvolle Figuren gestohlen. Ich bin hier, um sein Eigentum im Namen des Bürgermeisters zurückzufordern. Stehlen ich? Hehe, so ein Unsinn. Nein, ich habe sie mir nur geborgt. Jawohl. Weißt du, es ist so langweilig hier. Da dachte ich, wenn ich ein wenig von mir reden mache, kommt vielleicht jemand und spielt mit mir. Wenn schon nicht dieser Figurenadler oder der Meisterbürger, dann doch wenigstens du. Bitte, bitte, ja? Ich soll ein Spiel mit dir spielen? Was für eins denn? Oh, jetzt wo du es sagst, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Auf jeden Fall was mit mehreren Leuten. Hihi. Je mehr, umso lustiger. Am besten du gehst mal zu dem Holzfällerlager dort drüben und überredest mir, die Burschen mitzumachen. In der Zwischenzeit lasse ich mir was Spaßiges einfallen. Also gut, ich will sehen, was ich tun kann, um die Holzfäller zu überreden. Vergiss es, Bürschchen. Du gibst mir jetzt sofort die Figuren, sonst erlebst du gleich ein blaues Wunder. Na, mit Kobolden sollte man sich nicht anlegen. Die sind furchtbar. Lieber spielt man mit, dann sind sie harmlos. Also, Kobold-Spiele sind seltsam, aber solange man mitspielt und den Kobold nicht erzürnt, tut der Kobold einem am Ende eigentlich nichts. Außer es ist ein garstiger Kobold. Der lässt einen dann zu Stein erstarren für alle Ewigkeit, wenn man verlieren sollte. Seit die Goblins sich hier breit gemacht haben, fällen dir nur noch Bäume in der Nähe der Stadt. Ja. Tag. Kann man irgendwie helfen? Ach, es geht um diesen Kobold. Der raubt mir noch den letzten Nerv. Habt ihr einen Moment Zeit? Ich wollte euch etwas fragen. Ach, nichts vor Schaffen noch. Kann ich euch was fragen? Natürlich, was wollt ihr wissen? Sagt, es ist nicht ungewöhnlich, ausgerechnet an diesem Ort euer Lager aufzuschlagen. Hier sind doch gar keine Bäume. Na, das haben wir nur gemacht, weil es im Wald zurzeit nicht geheuer ist. Sicher habt ihr die Geschichten von der Bestie schon gehört. Und gut, vielleicht könnt ihr mir bei etwas anderem helfen. Natürlich doch. Habt ihr denn keine Angst, ungeschützt vor den Toren der Stadt eure Arbeit verrichten zu müssen? Ungeschützt, haha, das denkst auch nur ihr. Wegen dieses lästigen Kobolds, der sich hier in der Nähe herumtreibt, wagen die Goblins sich nicht hierher. Könnt ihr mir bei etwas anderem helfen? Natürlich, was wollt ihr wissen? Ach, es geht um diesen Kobold, der raubt mir noch den letzten Nerv. Aha, das geht den meisten hier so, aber keine Sorge, eigentlich ist er ganz harmlos. Um was geht es denn genau?
Ich soll ein Spiel mit ihm spielen, dafür soll ich noch drei Mitspieler finden. Kommt doch erstmal mit, der Rest klärt sich dann an Ort und Stelle. Nehmen wir mal die 1. Oha, und da dachtet ihr an uns? Na, ich weiß nicht. Zum einen haben wir hier einen ganzen Berg Arbeit und zum anderen, auch wenn er nicht boshaftig ist, können seine Spiele und Scherze doch etwas lästig werden. Überreden, aber ihr habt doch selbst gesagt, er sei nicht bösartig. Zudem wäre es mal eine kleine Abwechslung vom tristen Arbeitsalltag. Könnt ihr dieses Mal nicht eine Ausnahme machen? Ich bitte euch, fasst euch ein Herz und lasst mich nicht im Stich. Das ist betören von Gladys. Wie wäre es mit ein paar Kokarden für eure Mühlen? Lassen wir Gladys mal betören. Nun ja, wenn ihr so darum bittet, will ich mal nicht so sein. Was sind schon die albernen Streiche des Kobolds gegen eure Schönheit? Da wird Gladys gleich rot. Also gut, Jungs, machen wir eine kurze Pause und schauen uns dieses Kobold-Spiel mal an. Okay. Jetzt haben wir drei Holzfäller, die uns folgen, ins Verderben. Aber ja, Gladys hat eine Betörprobe gemacht. Oder hat das einfach nur funktioniert, weil ich sehe keine Probe. Hat auf jeden Fall Abenteuerpunkte gebracht. Ja, überzeuge den Bürgermeister, überrede die Holzfäller. Die Holzfäller haben sich mir bereit erklärt mitzuspielen. Einen ausgesprochen glücklichen Eindruck machen sie dabei aber nicht. Kehre zum Kobold zurück. Zeit zum Kobold zurückzukehren. Ja, das können wir zumachen. Da bist du ja wieder! Und ein paar Spielkameraden hast du auch gleich mitgebracht! Fein, fein, fein! Na, dann wollen wir mal anfangen! Wenn die drei Herrschaften noch die Güte hätten, sich dort drüben in Reihe und Glied aufzustellen, können wir sogleich beginnen. Und er verwandelt sie in Hühner. Ja, sehr schön. Ja, soweit alles parat. Sind sie nicht allerliebst? Ja, gar nicht übel, aber wie geht's jetzt weiter? Ach du Schreck, was hast du mit den armen Holzfällern gemacht? Das kannst du doch nicht machen. Los, verwandle sie sofort zurück. Ach du Schreck. Hey, ach, nur ein Weg verwandelt, nichts weiter. Keine Angst, denen geschieht schon nichts. Wenn du das Rätsel lösen kannst, versteht sich. Das meinte ich mit den gemeinen Kobolden. Wie du siehst, habe ich unsere Freunde hier zu drei Hühnern gemacht. Eigentlich wollte ich sie in Katzen verwandeln. Weil das mir die liebsten Tiere sind, aber irgendwie muss ich mich da vertan haben. Sowas Dummes aber auch. Also wenn du es schaffst, alle drei langweiligen Hühner in lustige Katzen zu verwandeln, hast du das Spiel gewonnen und bekommst deine Belohnung. Das mit dem Verwandeln ist ein Kinderspiel. Du brauchst bloß eines der Tiere berühren und schon verwandelt es sich in ein anderes. Auf das Huhn folgt die Katz auf... Dann folgt der Hund und das Schwein und zu guter Letzt sich ein Rehkitz an die Stelle setzt. Hihi. Wenn du das Rehkitz dann berührst, du wieder das Hunde... Huhnes Federn spürst. Ist das einfachste von der Welt, oder etwa nicht? Huhn, Katze, Hund, Schwein, Reh, so schwer kann das nicht sein. Wirklich nicht. Halt, 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 nicht so schnell. Ein klitzekleiner Haken hat die Sache dann noch. So wäre es ein ziemlich lahmes Spiel. Sobald du eines der Tiere verwandelst, verwandeln sich die anderen beiden wieder einen Schritt zurück. Wenn also eines von ihnen bereits eine Katze ist und du es berührst, eines von den anderen, verwandelt sich das erste wieder in einen Huhn. Wenn du es schaffst, alle drei im selben Moment in Katzen zu verwandeln, hast du gewonnen. Das schaffst du mir im Handumdrehen. Wirst sehen. Und jetzt ran ans Verwandlungswerk. Mhm. Ah, ja. Also, wenn ich dich einmal anklicke, wirst du eine Katze. Wenn ich dich nochmal anklicke, wirst du ein Hund. Wenn ich dich jetzt anklicke, werdet ihr beide Katzen. Ja. So, wenn ich dich jetzt anklicke, wirst du ein Schwein. Und wenn ich dich nochmal anklicke, wirst du ein Reh. So, das heißt, ich muss dich zweimal anklicken. Da seid ihr zwei Hunde. Und wenn ich dich anklicke, dann wirst du zur Katze. Katzen, du bist gar nicht so dumm für deine Größe, aber die Katzen sehen so unglücklich aus. Dann will ich sie mal wieder zurück in Menschen verwandeln. Meinen Spaß hatte ich. Zum Glück ist das Rätsel nicht ganz so schwierig, weil sie sich von Hühnern nicht mehr weiter zurückverwandeln. Sonst wäre es schwieriger gewesen.
Kinder, da sind sie wieder. Was für ein grässliches Erlebnis. Mir ist immer noch ganz seltsam zumute. Eins weiß ich schon jetzt. So bald kriege ich keinen Bissen Fleisch mehr runter. Was sollte das denn gerade? Solche Späße habe ich gar nicht gern. Ich habe schon gebangt, ich würde den Rest meines Daseins als Hund fristen müssen. Und dann gar als Hund in die Suppe kommen. Was habt ihr euch nur dabei gedacht, uns in so etwas zu verwickeln, Bueno, ihr? Kommt doch wieder zur Ruhe, das Ganze war doch halb so wild. Ihr seid ja wieder zurückverwandelt und niemand ist etwas geschehen. Es tut mir leid, ich wusste ja selbst nicht, was uns hier erwarten würde. Ich hoffe, ihr holt euch bald von eurem Schrecken. Ach, ich hätte eigentlich wissen müssen, dass der Knecht so etwas in der Art vorhatte. Im Grunde ist ja nichts passiert, aber nochmal will ich das nicht mehr durchmachen müssen. Wenn es euch wirklich solche Kummer bereitet haben sollte, dann tut es mir leid. Hihi, na gut, nicht wirklich. Wo es doch so ein lustiger Spaß war. Werdet sehen, in ein paar Götterläufen müsst auch ihr dran futzeln, darüber lachen. Außerdem habe ich als kleine... Ach, ihr seht es schon, selbst wenn ihr ins Holzfällerlager zurückkehrt. Was ist mit den Miniaturen? Ach, natürlich, das hätte ich beinahe vergessen. Hier, bitteschön, ein ganzer Satz elfenbeingeschnitzter 12 Götterfiguren für den armen Bürgermeister Stippwitz. Schade, jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwo anders Elfenbein auftreibe. Wo du gerade davon sprichst, wozu brauchst du das Elfenbein? Ich wollte ein neues Alchemie-Rezept ausprobieren. Natürlich könnte ich mir das alles auch herbeizaubern. Hier, aber das wäre nicht dasselbe. Du bist Alchemist? Ja, was ist denn daran so wunderlich? Ja. Bring mir etwas über Alchemie bei. Eine Alchemistin namens Auralia hat mir dieses Rezept mitgegeben. Damit scheint etwas nicht zu stimmen. Warum machst du das? Du kannst doch mit Magie tun, was du willst. Warum dann noch mit stinkenden Tränken hantieren? Hihi, das ist einfach mein Steckenpferd. Keine Ahnung, warum es mich so fasziniert. Aber weißt du, wenn man in der Lage ist, sich jedes Spielzeug mit einem kleinen Fingerschnipp zu erschaffen, das verliert dann irgendwie an Wert. Ich liebe einfach alles daran, das Labor aufbauen, die Zutaten sammeln, abwägen und mischen, das schnell wegteleportieren, wenn man wieder in die Luft fliegt. Bringst du mir etwas über Alchemie bei? Okay. Wow, er hat Zauber. Ja, Jinruf ist Vollmagier. Duplikatus Doppelbild. Eisenrost und Patina. Ja, er hat nette Sachen, aber nichts, was uns jetzt gerade wirklich hilft. Da bist du ja wieder! Möchtest du etwa doch ein Spiel mit mir spielen? Und wieder was geklaut? Also wirklich, dass du mir so etwas zutrauen würdest. In letzter Zeit habe ich mich damit begnügt, den dummen Goblin Streiche zu spielen. Willst du mir noch andere Dinge unterstellen, oder was? Du hast erwähnt, dass du ein Alchemist bist. Ja, was ist dann so verwunderlich? Eine Alchemistin namens Auralia hat dieses Rezept mitgegeben. Damit scheint etwas nicht zu stimmen. Ach, tatsächlich, gib mal her. Ich glaube, ich sehe das Problem schon. Da muss man einfach nur diesen Manticore-Stachel mit der da ersetzen und dann, so, das kann einen Moment dauern, so einfach ist das doch nicht. Erzähl du mir mal in der Zwischenzeit was über diese Auralia. Ich wüsste nicht, was ich das angehen sollte. Nun ja, sie ist eine Chemistin in Ferdok, so viel weiß ich auch nicht über sie. Ich habe ihr angeboten, für mich in meinem Haus in Ferdok zu arbeiten. Im Gegenzug sollte ich jemanden finden, der mir bei diesem Rezept hilft. So, aus Ferdok, ja, interessant. Scheint eine ganz gute Alchemistin zu sein, wenn sie sich an solche Rezepturen traut. Vielleicht soll ich sie mal besuchen, mal sehen. Zurzeit habe ich auf jeden Fall andere Dinge zu tun. Bitteschön, mit dieser Formel sollte das funktionieren. Richte dieser Auralia einen schönen Gruß von mir aus. So, von Alchemist zu Alchemist. Und jetzt muss ich mich wieder um wichtigere Dinge bekümmern. Leb wohl. Ja. Löse das Rätsel des Kobolds. Den Göttern sei Dank, ich habe das Rätsel gelöst. Die Holzfäller haben sich wieder in Menschen zurückverwandelt und der Kobold will mir jetzt die Miniaturen überlassen. Bringe der Stipfels das Diebesgut. Zeit, dem Bürgermeister meinen Erfolg zu berichten und ihm das Diebesgut zu überreichen. Ja. Finde einen Kundigen, also im Rezept für Meistertrank. Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet ein Kobold war in der Lage, Auralias Rezept zu entschlüsseln. Bring das Rezept zurück. Es wird jetzt höchste Zeit, das Rezept wieder zu Auralia zurückzubringen. Sie wartet sich ja schon voller Ungeduld auf meine Rückkehr. Ja, da ist aus
Rezept vom Kobold. Aber wir können es nicht lesen. Schade. Gut. Da bist du ja wieder. Möchtest du etwas? Gerade möchte ich nichts von dir, danke. So, dann können wir nach den Cutscenes und allem mal gucken, ob die Gobbos, die spawned sind. Ja, sie sehen die spawned aus. Dann können wir sie nochmal töten. Das ist dann, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, dass wir sie töten.